der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich an der Münchner Freiheit. Warum die Münchner Freiheit? Nun, weil die Münchner Freiheit im Augenblick so ein bisschen wenigstens ihr Gesicht verändert. Das habe ich gesehen, da drüben haben sie einen Baum geschnitten, aber das ist gar nicht so sehr jetzt der Baumschnitt, wessen dem ich hier heute bin, sondern eher dieses Eck hier. Schauen Sie, wenn Sie mal da rüberschauen, sehen Sie einen Bauzaun. Und hinter diesem Bauzaun entsteht, ja, etwas ganz Neues. Ich meine, jetzt muss man wissen, dass dieser ganze Komplex hier, also dieser Balkon da drum, der war eigentlich einmal, wann haben sie das gebaut? So, ich glaube, 69, 70 rum, als die U-Bahn erbaut worden ist. Diese erste Strecke vom Marienplatz hier zur Münchner Freiheit. Da war das als Treppenhaus geplant. Hätte also da Treppen runtergesungen, aber die haben es dann komischerweise nicht gebaut, die Treppen. Und dann ist das zum Blumenstandl geworden, unten drin. Oben drum haben sie jetzt vor kurzem diesen Kiosk drauf gebaut. Und jetzt bauen sie schon wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Aha, Tür ist offen. Jetzt haben sie es zugemacht. So gemeine Menschen. Blumenladen im Forum Münchner Freiheit, Fassadenerneuerung. Aha. Also hier entsteht ein neues Präsentationsfeld für florale, naja, für Florales, so muss man sagen. Ich weiß noch total gut, damals, als die U-Bahn dann eröffnet worden ist, ich glaube 16 Jahre dort noch. Bin ich mit zwei Freunden wie ein Geisteskranker mit der U-Bahn zwischen Münchner Freiheit und Marienplatz ständig hier hin und her gefahren, weil es so ein wahnsinnig neues Ding war, dass das nicht oberirdisch fährst, sondern unterirdisch. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Gell? Aber die U-Bahn, das war der Hit für uns damals. Und dann hat alles auch noch so gut und so neu gerochen. Und das war einfach, ich weiß nicht, ob die oft noch gefahren sind und dann wieder ausgestiegen, wieder eingestiegen und wieder zurückgefahren. Ja, schauen Sie hier, das ist praktisch, da war doch mal so ein Schirm gestanden, gell? Da bauen Sie jetzt ein Blumenstandl. Nun ja, wir werden das bestimmt noch in seiner Fertigstellung beobachten. Aber ich wollte halt ehrlich was über Ikebana machen. Ich weiß nicht, ob Sie schon was von Ikebana gehört haben. Ikebana ist also eine japanische Blumensteckkunst. Und als ich noch ein kleines Kind war, das war noch viel, viel früher, ich glaube, ich war 8 Jahre alt, da haben wir unseren ersten Fernseher gekriegt, der war damals noch schwarz-weiß. Und da gab es genau zwei Fernsehprogramme, ein erstes und ein zweites. Und irgendwann spät ist dann das Studienprogramm, das weiß ich auch noch gut, das Studienprogramm wieder dazugekommen. Da hat mein Vater noch die dritte Antenne aufs Dach drauf montiert. Und da gab es, ich glaube, am Samstag war das gewesen, irgendwo ein Schwarz-Weiß, so ein Ikebana-Steckkurs. Natürlich für ein Kind total langweilig, aber es hat halt nichts anderes gegeben. Gell. Da habe ich mir das mit dem Ikebana angeschaut. Ja, ich denke, das kannst du mal wieder Ikebana machen. Es ist so eine Jahreszeit, wo es da und da eben ist ein Blumengeschäft. Fragen wir mal, ob wir Ikebana machen können. Ich weiß es noch, also sehen wir uns gleich wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Hochinteressant, Damen und Herren, muss ich Ihnen vielleicht auch noch sagen, was Sie hier sehen. Das sind keine Blumen, das ist ein Strauch, und zwar ganz ein berühmter Strauch, kennt jeder den Namen, das ist Jasmin, und zwar echte Jasmin hier an der Münchner Freiheit. Normalerweise ist es ja so, dass ich im Frühjahr immer den Jasmin bewundere. Boah, der hat einen Duft. Der blüht normalerweise im Februar, ne? Aber es gibt ja keinen Klimawandel, also ich bin mal ganz beruhigt, wenn man leider erzählt, dass es keinen Klimawandel gibt. Ganz da hinten blüht er auch schon, siehst du da? Da treibt er auch schon aus. Es gibt ja Gott sei Dank keinen Klimawandel. Und deshalb blüht dann der Jasmin einfach schon mal 4-5 Monate früher. Wahnsinn. Das ist tatsächlich Jasmin. Ich meine, das sind nicht alle Büsche, aber der da umtreibt auch schon aus. Und ist der gleiche Busch. Unglaublich. Also da gehe ich jetzt nicht rein, weil also diese dunklen Flecken möchte ich Ihnen jetzt nicht erklären, was das ist. Aber da hinten sind auch noch zwei Büsche und die treiben auch schon. Wahnsinn. Könnte man auch daraus Ikebana machen, aber ja, nein. Aber so ein schöner Jasminzweig,
Aber das mache ich jetzt lieber nicht. Nicht, dass dann heißt, der Griebel schneidet die Stauden in städtischen Anlagen zusammen. Ne? Schauen Sie mal. Wahnsinn. Also, Ikebana. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, Sie werden jetzt Zeuge, wie ich zusammen mit der Frau Schwarz ein Kindheitstrauma bewältige. Was ist das, eine Steineiche oder was? Ja, das ist Steineiche. Richtig. Das war's, gell? Ja, ich bin ja geboren. Hat's mir vorher nicht gesagt. Na, weil ich bin eigentlich biologisch oder botanisch interessiert, aber ich lebe das viel zu selten aus. Na, vorher in einer Zeit, dass ich also als Kind immer so traumatisiert war, am Samstag immer Ikebana-Grundkurs gewesen ist im Fernsehen. Und da hätte es Sendungen gegeben wie Lassie, Rin, Tintin oder Fury. Na, Ikebana ist gekommen. Und ich depp schaue aus dem O. Na, der ist zu lang. Wissen, der muss so ein bisschen so, der darf nicht die Unterseite nach oben schauen. Wir brauchen jetzt, also Ikebana ist so drei Ebenen, verstehen Sie das? Und da brauchen wir unten so, ja, so das, also so das, die Basis. Ne? Und das ist eigentlich schon zu kurz. Das war schon nicht schlecht, aber es ist ein bisschen zu kurz. Das müsste ungefähr so sein. So, Herr Kriebel, wie lang möchte ich? Schneiden Sie sich doch einfach selber ab. Dann also die hohe Kunst des Ikebanas, Damen und Herren, muss ich vorausschicken, ist das einhändige Ikebana. Also wenn Sie zu Hause ein Handy haben, oder ein Mikrofon, so ist schon besser. Mhm. Obwohl jetzt fast wieder zu hoch ist. Wenn man ein Handy hat, dann oder als Mikrofon, aber das haben die Leute meistens ja nicht. Und jetzt brauchen wir irgendein Mittelteil. Irgend so eine schöne Gerbera oder ein Ranunkel oder sowas. Ein Ranunkel gibt es nicht mehr, aber eine Gerbera kann ich Ihnen haben gerne Sie Gerbera holen. Was möchten wir denn für eine Farbe, Herr Griebel? Wollen wir ein bisschen was Kräftiges, was Leuchtendes? War ja heute so. Leuchten ist schon toll. Ja. Das Wetter ist sowieso so komisch. Ich war heute früher an der Rüdenheimer Brücken. Auf der anderen Seite war Sonne und herum ist Nebel, Hochnebel. Also da muss praktisch dann hier so ein Mittelteil sein. Eigentlich ist das schon wieder fast zu hoch. Ja? So ein Mittelteil sein und oben ist dann der Himmel. Also es ist so dreiteilig. Ne? Ja, das ist schon mal jetzt nicht schlecht. Ja, ist super. Es ist super. Es ist nur das ein bisschen zu hoch. Kanten es unten nochmal so, vielleicht 13. Ja, so ist. So, schauen Sie her, das machen wir so. Ist ja gut, weil das so eine Gabel hat und dadurch ist es relativ stabil. Dann steckt man das hier so rein. Da hat dann immer so Musik dazu gespielt, so la 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 la. Beim Futschi Futschi. Dann kann ich mir das Trauma aber auch gut vorstellen bei der Musik. Dann der müsste gerade sein. Irgendwas mit Sukiyaki war es dann. Das hat was mit Essen zu tun. So. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir noch den Himmel. So ein Himmel, also so etwas Filigranes. So ein großer, langer Asparagus in Weiß. Großer, langer Asparagus in Weiß. Ich weiß, das ist wieder die falsche Jahreszeit. Also Sie wissen, was ich meine, das muss ich jetzt dann noch da so rüberwölben. Ich hole Ihnen was. Sie hören was. Das ist gut, wenn man Frauen hat, die was haben, also die auch wissen, wo es ist, wo man es holen kann. Ja? Schöner wäre es natürlich, wenn das jetzt eine Aussage hätte. Also ich weiß jetzt nicht, was das für Aussage haben kann, aber so orange, das schaut so nach Freie Wähler aus. Ne? Also ist das Freie Wähler schon, gell? Orange, ja. Das muss jetzt auch nicht unbedingt so ein Himmel sein wie im Mittleren Westen, also amerikanischer Himmel. Das, sehen Sie jetzt? Ja. Ach, Scheiße, wenn ich. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Ja, und das müssen wir jetzt so reinfrimmeln, dass es nicht umfällt. Normalerweise müsste das hier unten. Ja. Und das nach hinten, so. Zur Andeutung. Ja, das wird fast ein bisschen lang. Ja. Es kippelt, aber normalerweise ist das vielleicht noch ein bisschen runter, war das Ikebana. Das muss eine deutliche Trennung sein. Mhm. Oben ist ja die Trennung vorhanden, weil das Weiß und das Gelb so einen Kontrast bildet. Aber genau. Grün ist ja das, was man immer automatisch zuordnet. Das ist eine schmalere Vase und dann wird das halt auch schön drinnen stehen. Sie haben da bestimmt eine schmalere Vase da, oder? Ich bin auf dem Weg, Herr Kiel. Das ist so toll. Also es gibt doch nichts über hilfsbereite Frauen. Aber Sie haben jetzt verstanden, auf was es beim Ikebana ankommt. Gell? Einfach, dass man halt so eine Dreiteilung hat. Und wie gesagt, diese drei Ebenen, die müssen auch wirklich eine Trennung haben. Und hier wirklich die Trennung, die ist halt durch die Farbe. Aber ist doch toll, gell? So kleine Federwölkchen.
Ne? Und das Gelb ist vielleicht der Hubert Aiwanger oder der Piazzolo. Und drunter, das ist praktisch die Grünen, das ist so, so politisch, die Grünen, die... Aber es ist ja der Basis, ne? Es ist der Basis das mit den Grünen, weil ja praktisch jetzt alle Parteien dazu aufgerufen sind, so die Ökologie, also ein bisschen so in ihr Basisprogramm hineinzuarbeiten. Ne? Und dann hoffen wir zumindest, dass auch die FDP kapiert, dass man völlig ohne ökologische Themen keinen Wahlkampf machen kann und keine Politik. Was ich auch sehr schön finde, ist da hinten der Wasserfall. Ne? Das hat betont das Ganze auch so, dass man sieht, ja, mei, sie sind ja so der Hit. Ja, den müssen wir noch ein bisschen, kürzen. Wie kürzen? Nein, den da. Ja, das ist mir schon klar. Herr Kiebel, ich muss noch kurz. Was denn? Ja. Nein, noch mehr hier. Da. So? Ja, so. Ja. Bitte schön. So, und jetzt, das hat wahrscheinlich im Japanischen alles einen Namen, aber ich meine, es ist natürlich so, dass ein Mensch wie ich im jungen Jahren von 8, dass der noch keine Ahnung gehabt hat, würde sich das merken. Wahnsinn. Bin so begeistert. Super. Das können Sie jetzt ausstellen und drunter schreiben, Griebel München TV. Ja. Und wenn dann irgendeiner lacht, dann schickt er es zu mir. Okay, mache ich. Schlage ich ihm dann. Wann setzt es eigentlich wieder um? Wir hoffen, dass es jetzt Mitte November, dass okay. Wir rüber können, dass alles fertig wird und schöner, größer. Bei Ski schaut das jetzt noch nicht aus, gell? Ja, doch. Also ich finde es schon viel schöner als vorher. Es passiert natürlich noch wahnsinnig viel, aber es ist vom Grund her ist es schon sehr schön. Jetzt, wo das Glas drin ist, ist es natürlich, jetzt sieht man halt wirklich, was das es wird. Wo nur der Grundgerüst stand, das war halt Ikebana. Dann erinnere ich mich an Ikebana, kenn ich. Ikebana habe ich schon gehört. Wann haben Sie den ersten Fernseher gehabt? Boah, da fragen Sie mich was, keine Ahnung mehr. Na, wahrscheinlich Ikebana im Fernsehen schon lange vorbei. Ja, wahrscheinlich. Das ist, ja. Also schön ist zum Beispiel, wenn man es halt flacher macht, aber da brauchst du halt unten auch irgendeinen so grünen Schwamm, gell? Hätten Sie so einen grünen Schwamm? Steckmasse haben wir auch da, ja. Okay, Damen und Herren. Bevor Sie jetzt, was weiß ich, Ihre Blumenrabatten zusammenschneiden und irgendwelche Vasen vom Tisch schmeißen, verabschiede ich mich lieber. Bedanke mich ganz herzlich für die Assistenz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.